Tourette bestimmt 24 Stunden Tims Alltag. Da habe ich Bock drauf, da sehe ich mich knackig, saftig, schmöftig, dürftig. Let's go, Digga. Jetzt an, so, wieder 1A-Kameraführung. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute drehen wir ein weiteres Video von Ich bestimme Tims Alltag. Let's go. Beziehungsweise meine Ticks bestimmt Tims Alltag. Ich ahne ungute Dinge. Also für mich eigentlich gute Dinge. wir sind jetzt gerade noch auf dem Weg zum Supermarkt, um meine Sammlung an leeren Wasserflaschen wegzubringen. Fahr die alte Dirne tot! Welche alte what the fuck? Fahr sie tot, fahr sie tot, seht ihr sie? Es war gerade wirklich knapp, ich muss. Es war echt knapp, weißt du warum? Das ist nur eine Frau. Ich musste gerade richtig bremsen. So. Digga, ich liebe seine Zunge. Und ich bin mal sehr gespannt, was der Tag wohl noch so bringen wird heute. Wir sind auf der Gamescom gleich, ne? Auf der Mini-Gamescom. Oh, jetzt sind da lieber packt. Digga, dass alle immer sagen Gamescom, das war im Saturn so ein bisschen. Ja, komm, ich lasse es euch mal. Die wahre Gamescom war ja die Gamevasion, no front. Und dieses Jahr findet die Gamescom in Köln nochmal statt, aber in einem deutlich kleineren Umfang. Vielleicht führt uns der Weg dahin. Obwohl, nee, wir fahren nochmal nach Calais. Macht's gut. Lasst mich ja in Frankreich. Ich will nicht schon wieder nach Frankreich. Ich suche dir wenigstens ein anderes Land aus. Bring meine Flasche nach Frankreich weg. Machen wir doch gerade. Okay. Kann man zoomen? Ich sehe fremde Leute, das ist gruselig. Fremde Leute. Digga. Fremde Leute. Ich bin nicht fremd. Junge, nimm dem Jungen die Kamera weg, Alter. Warum? Fremde Leute. Der hinter uns fährt uns gleich rein. Ja. Fremde Leute. Ich bin echt gespannt, was für Aufgaben ich auf der Gamescom kriege. Ich hoffe, das wird nicht zu peinlich. Wer hat denn was von Gamescom gesagt? Gehen wir da jetzt doch nicht hin. Doch, wir gehen da hin. Achso, ich dachte... Hey, wait, Revi heißt Sebastian? Nein, nein. Willst du jetzt wieder irgendwo anders hin? Ha, nein. Ich würde mal gerne wissen, was aus unserem Apfelbaum geworden ist. Tim, da passiert... Weißt du was? Was? Wenn du lieb bist, dann musst du heute nicht nachgucken, was daraus geworden ist. Fremde Leute. Interessant, was man mit dem Objektiv alles machen kann. Ja, Zoom. Finde ich auch. Aber du solltest nicht so nah an mein Gesicht filmen, nicht, dass die Leute sich erschrecken. Das tun die sowieso. Off-Row. Also wir bringen jetzt Jans Pfand weg. So viel. Digga, was ist denn das für ein Video? Was schaue ich mir für einen Scheiß an, Alter? Wenn ich sehen will, wie Penner Pfand wegbringen, gucke ich mir mal, gehe ich selber einkaufen. Dann ist das ja nicht, zum Glück. Verdeckt die Schande! Nein! Das ist wirklich gar nichts, Digga. Das ist ein Rookie-Shit, ne? Was ist der größte Pfand, den ich jemals weggepumpt habe, Digga? War im UFO, Alter. Lass mich nicht lügen, Deckerschen. Ich glaube, ich habe meinem UFO wirklich für 90 Euro Pfand weggebracht, Alter. Weg von mir. Nein, verdeckte Schande. 90 Euro Pfand, das ist eine Ansage. So, Leute, wir sind jetzt gerade die ganzen... Das sind 20 Euro gewesen, Jungs. Das ist eine Flasche... Digga. ...schon wegbringen gewesen. Es sind einige gewesen, seitdem ich in Köln wohne. Pfandgut war circa 40 Euro, die... Das ist gut, das ist guter. ...die ich bekommen habe. Nice. Na, das muss man erst mal schaffen als Alkoholiker. Glaube ich nicht, dass es so schwer ist. Auf jeden Fall haben wir jetzt den großen Einkauf erledigt und sind jetzt auf dem Weg zu Gamescom. Ja, stimmt, nach einer WG-Party immer, Digga, immer. Darf mir ja nach wie vor. Fick dich doch in dein Arschloch. Dieser darf mir nach wie vor. Mach! Peiter, ich schwöre, Wallah. Ist gut, die Pfötzchen. Darf rot drücken erstmal, ne? Nein! Okay. Das dauert noch. Okay. Das dauert noch sehr lange. Hat es aufgenommen. Wir sind jetzt hier auf der Gamescom beim Saturn angekommen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal rein und gucken mal, ob Gisela irgendwelche Aufgaben für mich hat, die ich erfüllen muss. Nein. Einfach, Digga, sie machen einfach, auch wenn ich du wäre, auch Wish bestellt, Digga. Schmutz. Ich hoffe, es wird nicht allzu peinlich und allzu schlimm werden. Wahrscheinlich würde es weder peinlich noch allzu schlimm, Bro. Aber wir gucken einfach mal, was so passiert, oder? Ja, genau. Okay, let's go. Ja, ich habe ein bisschen geguckt, was hier alles so für Sachen sind. Mit Gaming bin ich ja nicht... Sehr stark, wie laut das ganze Video auch schon wieder ist an der Stelle. Also kann man sich wirklich nur wieder mal eine Scheibe abschneiden und sagen, Jungs, fett reingekackt an der Stelle. Freue mich auch nicht, morgen bei euch dabei zu sein. So bewandert. Hast du mich gerade angefasst? Hier wird natürlich Sicherheitsabstand gehalten, Freunde. Ja, das sieht man. Und da ist das professionellere Equipment. Wir laufen halt mit anderen Sachen durch die Gegend. Ist auch nicht so schlimm. Pisser. Mörd. Da hinten ist eine Rothaarige. Seht ihr das? Läuft die ganze Zeit Tim hinterher, ist eine rothaarige Frau. Tim? Tim? Gehört die rothaarige zu dir? Ey, Tim? Ich hoffe auch, dass irgendwas passiert. Der Führer mit Gefolge. Tim? Tim, die rothaarige? Oh Gott. Das kenne ich von Revi, zieh dir das auch mal an. Was? Das sind die Kopfhörer? Nein, sein Dildo. Den Dildo, genau, genau. Doch, die Kopfhörer. Okay. Zufrieden. Wie steht mir das? Mega. Ich fast auch wie Baby, oder? Noch beschissener als vorher. Oh ja, real.
Darf ich wieder abziehen? Ja, Wolfgang, nein, GT. Aber ich kann mich sonst nicht bewegen. Mercedes. Das ist nicht mein Problem. Die sind festgemacht. Soll ich jetzt den ganzen Tag hier stehen bleiben? Nein, dann zieh es wieder ab. Okay. Zieh es wieder an. Zieh es an. Alter, ich kann doch jetzt nicht die ganze Zeit die Kopfhörer anlassen. Zieh die Maske an, du dummes Stück. Das steht hier super, oder? Jetzt fühle ich mich wie Revi. Ja. Oh, oh, das ist schlecht. Darf ich jetzt ziehst du wieder ab? Ja. Okay. Geh mal zu der Mitte. Einfach Vincent auf Wish bestellt. Falls Ronan sagt, willst du ein Bild mit mir machen? Ich bin Tim von Gewitter am Kopf. Ey, warum ist das heute so unangenehm? Das ist doch lustig. Ich suche mal eine aus, die nicht so aussieht, als würde sie mich umbringen wollen. Hallo, ich kenne den. Dennis, sehr geil. Schön, dass du hier bist. Hallo. Hallo, Franz. Also vom Cringe Max, Alter. Faktor ist das Schlimmste bis jetzt. Das war sorry. Gar nichts. Wollen Sie ein Foto mit mir machen? Ich bin Tim von Gewitter am Kopf. Okay, alles gut. Alles gut, alles gut. Vielleicht gehe ich da auch noch mal einkaufen. Im Saturn. Und Tim? Wollte sie ein Bild machen? Was hat sie gesagt? Nee, sorry, nicht böse gemeint. Das war ehrlich. Wie unangenehm, Alter. Aber ganz ehrlich, ich kann da nicht mehr mit cringen. Ich habe viel, viel schlimmere Sachen gemacht. Ich habe viel, viel schlimmere Sachen gemacht, wirklich. Oh mein Gott, wie cringe! Oh. Okay, der das unangenehme war so unangenehm. Boss. Eine Schweigeminute für den gefallenen Bruder. Ja, schweige mit mir. Okay, das reicht. Okay. Was jetzt? Da vorne liegt Stream Dia live an der Tribüne. Renn da schreiend dran vorbei. Yahoo! Yahoo, sag ich mal. Stark, stark. Okay. Digga, lost. War das gerade Klim, der da saß? Er sah aus wie Klim. Okay, das habe ich auch erledigt. Also ich muss sagen, mit Abstand am schlimmsten fand ich bis jetzt, dass ich die Frauen sprechen das musste. Das fand ich am witzigsten. Dann gehst du jetzt zu den Gamern runter, sagst einem Gamer, dass du das Spiel besser spielen kannst und er bitte weggehen soll. Oh mein Gott, nein, wie unangenehm. Und das ist, weil du süchtig bist. Ey, das stimmt doch, oder? Ey, das kann ich nicht machen. In seiner Haut will ich nicht stecken. Das ist ja noch schlimmer als das andere gerade. Digga, oh Gott, wie unangenehm, Alter. Die sind alle so todeskonzentriert, da kann ich jetzt nicht einfach so reincrashen. Ey, sorry. Als ob, Digga, ist das nicht Solution? Ist das nicht Solution, Leute? Doch, oder? Das ist doch Solution, Digga. Oder bin ich dumm? Hä? Ja, ne? Das ist Solution, Digga. Der ist richtig, richtig sauer. Der ist richtig sauer. Überfall. Ich kann das Game besser zocken als du, weil ich ein Problem habe. Kann ich das weiterspielen? Na. Ja, gerne. Was, ja, okay. Ist das denn genau? Ein Einbruch. Was muss ich machen? Das muss übernehmen quasi. Lost, Alter. Nein! Ich bin schon tot. Traum. Okay, warte. Okay, das war gerade Max. Ja, Tim ist ja ein sehr begeisterter Zocker. Ich ja tatsächlich gar nicht so sehr. Digga, ist der ich zock gerade irgendein Spiel. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das ist. Ich habe das noch nie gespielt. Ich weiß noch nicht, was ich mache gerade. Ich bin ja live, oh mein Gott! Die sind aber relativ entspannt tatsächlich. Hallo! Oh mein Gott, wie unangenehm! Auf Quinch angelehnt, Alter. Ich wusste gar nicht, dass du den Livestream anhast. Ja, Livestream ist an. Nein, ich war runter, ich kann nichts machen. Ach so, ich dachte, ich spiele die ganze Zeit. Digga, oh mein Gott, Tim, du Opfer. Ach so, der ganze Chat voller Kämpfe. Es voller, hat also noch Kämpfe gar nicht angefangen. Monkavi. Aber er guckt nur Leuten zu. Oh, ich habe mich schon gewundert, warum die sich so komisch bewegen. Digga, wirklich, einfach nur peinlich. Einfach nur peinlich, Digga. Ja, okay, ich glaube, ich lasse dich mal lieber wieder dran. Sorry, Leute, ich wollte euch das nicht antun. Big Mac, bitte bann mich nicht. Danke dir. Danke, ja, danke dir. Mach's gut. Ciao. Viel Erfolg noch. Tolle Einblendung. Was schreiben die so? Dass es peinlich war und was hat er da gemacht, Digga, was hat er getan? Okay. Peinlich ist fuck, das Warten hat sich doch genug. Cringe, Junge. Cringe. Laut Klim war erst nicht, okay. Raus. Gut, hätten wir das Unangenehme auch abgehakt. Ach, war doch lustig. Ah ja, safe war das lustig. Ich war so. Danke. Ha, das hat Befreude bereitet. Ich bin einiger, das war so unangenehm gerade. Mensch, du hast dich erst zum Affen gemacht. Ja, vor allem, ich hab das Spiel nicht, ich hab das noch nie gezockt. Und du hast es ja auch gar nicht gestartet. Dürfen wir fahren? Ja, aber ich muss euch gerade zeigen, wie.
hier reinsteigen. Mach du mal, fahr du mal. Du kannst okay. Ja, du fährst ja kein Auto noch. Geil, Digga, geil. Ich muss sagen, ich bin überhaupt kein Autofahrer. Ich habe keine Ahnung, was der Unterschied ist. Ich würde sagen, Automatik. Machen wir Automatik. Okay, guck mal. Ist jetzt Automatik, ne? Ich brauche jetzt einen Autounfall. For real der Beste, Junge. For real der Beste. Kuss an Marco, Alter. Okay. Ich kotze manchmal Bremsen. Gegen die Wand. So, Gas ist hier der Pedal, da rechts wieder. Ja, ah. Und hier, und, ah, ja, ich nehme... Am besten weit links und in der Kurve Mitte. Links. Ja, von Wisch. Jetzt hier rein, jetzt hier rein, jetzt hier rein. Andere Seite. Oh. Geht das hier Bremsen. Überhaupt entlang? Stopp. Wo geht das hier überhaupt entlang? Boah, das ist aber schnell. Die Junge, war einfach mal schnell. Schon wieder getrunken, der arme Junge. Also ich bin der geborene Autofahrer. Ich merk's. Okay, wie war das Formel 1 Autofahren? War interessant, aber ich habe ein paar Unfälle gebaut. Ist dir eigentlich schon dieses wunderschöne Plakat da aufgefallen? Ah ja, den kennen wir doch, ne? Ja. Oh ja, der Ehrenmann, Digga. Ich bin zweimal im Saturn ausgestellt. Your boy is an international superstar. Hässlich. Was hässlich? Deine Mutter hässlich. Ah ne, die sehe ich morgen. Deine Mutter schön, Jan, du hässlich. Was ist das da vorne? Der heilige Gral. Weißt du, was du jetzt tust? Nein. Was? Nichts. Ah! Nichts! Perfekt, das haben sie mich ja durch. Tanz genauso jetzt bis nach draußen. Ah, Digga, die Leute denken, ich hab einen Dachschaden. Das hast du auch. Ey, das sieht richtig aus wie bei so einem Rap-Video, Alter. Boah, ist das unangenehm. Du klopfst da jetzt an die Scheibe und winkst. Ich muss an die Scheibe klopfen und winken. Ich kann trotzdem winken, aber mich hört keiner. Gepanzert. Ist das Lara Loft gewesen, oder? Digga, Tim, die ist rothaarig. Obacht, mein Freund. Vorsichtig. Erstmal desinfizieren. Oder es kostet Geld. Oh mein Gott, das kostet Geld. Alter, ihr Idioten. Ich hab kein Kleingeld dabei. Halt mal bitte. Digga, das ist Diebstahl, Digga. Das gibt eine Anzeige. Was gibt's hier noch so? Ich will jetzt nach ganz oben gehen und sehen, wie du Höhenangst hast. Oh, Junge, Alter. Ich gehe nicht nach oben. Doch. Das ist voll hoch. Das juckt mich in Scheiß ab. Ich habe wirklich Höhenangst, ne? Jetzt mal ohne. Zieh deine Maske an. Du hast. Ich will da nicht hochgehen. Hoch. Ist das sehr hoch, Carsten? Wir werden. Das ist 17. Stock. 17. Also Stock, Digga. Und dann geht's los. Ich würde das auch mal gerne. Nein. Muss man, kann man da wenigstens mit dem Aufzug auf. Mit einem kurzer Schlaganfall, Bro. Du läufst und wir fahren. Ich lauf doch nicht 17 Stockwerke. Doch, und du musst dich beeilen. Sonst kriegst du eine Kochschelle. Oh je. Wie schnell soll ich denn laufen? Ja, so auf jeden Fall so, dass wir oben ankommen. Geht. Und was meintest du gerade mit beeilen? Muss ich schneller oben sein als ihr? Gute Idee, ja. Das hast du gesagt, das hat nicht Gisela gesagt, das zählt nicht. Schneller als wir. Da sind die ganzen Treppen. Auf geht's! Wo muss ich denn? Gibt's keinen Weg nach oben? Müsst mal, fahrt mal in die Sicht. Ihr wisst ja, warum ich nicht auch aus dem Flugzeug gesprungen bin, weil ich Todeshöhenangst habe. Ich Alter, das wird so geil, Alter. Danke übrigens, dass mich keiner begleitet. Ich mach das, Bruder. Ich begleite dich. Echt? Du musst das da nicht. Da ist die ganze Zeit eine Rothaarige. Gisela hat gesagt... Da ist eine Rothaarige die ganze Zeit. Wer ist das? Wer ist das, Tim? Erzähl's mir. Das werde ich morgen ausfragen. Ich muss nicht. Hat die sich... Ich hatte dem einfach geschrieben. Hallo, ich bin eine Rothaarige. Aber er darf mich begleiten. Guck, da ist sie, da. Er darf es nicht und er... Ah, die sieht man gar nicht, ich lost die. Da ist eine Rothaarige, hier, guckt hier. Da. Da ist eine Rothaarige, ich sehe die ganz genau, Leute. Ich sehe die ganz genau, Tim. Brauchst nicht so zu tun. Gisela hat gesagt, ich muss nicht. Wir mussten halt zum Eurotunnel in Frankreich fahren, um da einen Apfelbaum zu pflanzen. Das war immerhin umweltfreundlich. Die Fahrt zwar nicht, aber wen juckt das? Boah, ich kotz gleich. Jetzt beeil dich, deine Shisha-Lunge muss das ertragen. Aua, das hat wehgetan. Deine Shisha-Lunge. Oh, Digga, Alter, das hat wehgetan, wie in deinen Lungenbläschen. Und wenn er bei mir zu Hause im 4. Stock ankommt, dann ist vermutlich hier nochmal ein ganz anderes Kaliber am 17. Stock. Aber hallo, aber, Kollege. Tim, hast du unten auch schon mal die Aussicht durchs Fenster gesehen? Mir kommt der Pfannkuchen hoch. Ich hab immer noch um. Digga, Tim, du bist so tam unsportlich. Wie das Ding an. Wer ist das, Leute? Das ist doch Tims Freundin, oder? Wenn ich du wäre, würde ich die Maske über meine Nase ziehen. Hab ich Alter. Schon. Da ist alles voll. Alter. Hm. Oh mein Gott. Warte, wer war das? Alter. Hm. Oh mein Gott. War das Lisa? Ich glaube, das war Lisa von Red Bull. Oh, hier ist es voll chillig. Guck mal, wie schön man den Dom sehen kann. Man kann sogar da hinten das Siebengebirge sehen. Ja, hörst du mal bitte auf? Nein, ich habe zu viel Freude daran. Oh, alles das ist voll. Unangenehm für Tim. Okay, hier geht's. Weißt du warum? Weil da vorne noch mehr Raum ist, wo man hinfallen könnte. Das stimmt. Dann fall mal dahin. Nee.
Okay, das war richtig. Wir haben gesagt, nichts, was Körperverletzungen hervorrufen könnte. Nichts. So geil da oben drauf, Alter. Und trotzdem haben wir einen Grenzübertritt gemacht. Jans Freundin ist es auf jeden Fall nicht. Ja, das stimmt. Der Vicky hoch, ich hab was Herzinfarkt bekommen. Luisa, gute Besserung. Warum weil ich richtig gesprintet bin, weil er gesagt hat, ich muss eigentlich vor dem Fahrstuhl da sein. Ich hab's nicht geschafft. So, bei unserem Format Gisela bestimmt Tims Alltag musste Tim jetzt trotz der Höhenangst hier hochlaufen. Aber dafür ist die Aussicht doch anders geil, oder? Und, was denkst du, Tim? Mir ist schlecht, ich kotze gleich. Digga, der Arme. Also ich sehe das anders. Ich find's eigentlich ganz schön hier oben. Dann krieg ich eine Bestrafung? Halt's Maul! Okay, dann nicht. Lecker. Corona! Ah! Hm. Ja, sollen wir das lecker, Digga. Hm. Also wir fahren und du gehst wieder runter. Du bist ja jetzt Phil, schon in Alter, Übung. Holy shit, Psychopath. Ich bin so unsportlich, ne? Leute, ich würde sagen, we call it a day hier und wünsche noch einen angenehmsten Abend, Leute.